Ich grüße euch zu einer weiteren Star Trek Kostümrezension bei mir hier auf meinem neueren Kanal. Und zwar möchte ich euch jetzt im Zuge der Star Trek Kostümvorstellungen mal von Discovery die Uniformen zeigen. Die Discovery Uniform selber habe ich nicht, die besorge ich mir mit einem Freund, der die hat. Aber egal. So, der Schnitt, der Stoff und auch das Material sind aber identisch zu der aus Staffel 2, die halt auf der Enterprise getragen wird und da eingeführt. Das heißt, es gibt die auch in den Farben Gold, ja, da ist es wirklich blau, später in TNG wird es ja eher Petrol für Wissenschaft und so weiter. Und dann natürlich auch noch in, was haben wir übrig? Rot, genau. Die drei Farben. Was kein oder was kaum einer weiß oder was ich bisher nicht gesehen habe, ist, dass die dazugehörige Hose gekauft wird. Ja, das Uniform, Oberteil und die Hose muss man separat voneinander kaufen. Ist bei der Discovery-Uniform nicht so. Da ist das ein Paket. Hier sind es tatsächlich nur Jacke und Hose. Und die muss man sich oft auch noch woanders suchen. Was ich euch hier zeige, ist wieder mal von der Firma Cosamat. Und auch hier, um den Druck aus der Rezension rauszunehmen, könnt ihr kaufen, macht sofort. Link ist unten in der Beschreibung, wo ich meine her habe. Und ganz klarer Kauftipp. Es gibt witzigerweise zwei Versionen von der Uniform hier. Möchte ich euch mal zeigen. Und zwar, ich komme mal zu euch. Schauen wir mal. Also erstens ist der Captain, ne? Ist klar. So, schauen wir uns mal kurz dieses Detail hier an. Das ist aufgedruckt schön Gold, kann man nichts sagen. Seht man auch den Kragen hier, beachtet das Mikro dabei aber nicht so. Da würde ich nachher noch mal kurz drauf eingehen. Jetzt mal. Das hier ist auch Cosamat. Ja, so, kurz Beweisbild. Na, wo ist es? Cosamat. Da seht ihr auch schon, dass ich Größe L trage. Dazu sage ich nachher auch kurz etwas. Und jetzt schauen wir uns mal hier dieselbe Partie an. Hier ist es einfach tatsächlich abgesteppt. Witzig, ne? Ansonsten ist es gleich. Es ist auch die Uniform des Captains. Habe ich nicht so ganz verstanden. Vor allem habe ich auch nicht genau gewusst, welche Version kriege ich jetzt. Naja, das einfach mal irgendwie zum Anfang des Ganzen. Gut, kommen wir mal dazu. Cosamat macht alles richtig, was die Größen angeht. Ich bin 1,88 Meter bis 1,90 Meter groß, habe so eine Schulterbreite von zwischen 52 und 54 cm, eine Armlänge von etwa 67 cm bis zum Handgelenk und ich beschwere mich deswegen bei Kostümen und gerade den Oberteilen häufig über die Proportionen, gerade was die Ärmellänge angeht. Die meisten enden halt bei 3 oder höchstens 64 cm. Ich bräuchte 5 oder 66 cm Ärmellänge, um mich wohlzufühlen. Hier geht's. Also Cosamat hat auch, habe ich in der Rezension der Picard Außenmission Jacke gesagt. Da ist es so, dass auch das dazugehörige Unterhemd die richtige Länge hat für mich, aber die Jacke nicht. Selbe Firma. Ne? Und vor allem, das ist auch noch XL, das hier ist L. Kann mir keiner erklären, oder? Na gut. So, der Stoff, es ist so gut. Es ist so super. Ich habe noch nie eine Star Trek-Uniform getragen, die sich angenehmer angefühlt hat als diese. Ist mein Ernst. Allein schon mal deswegen. Kaufen. Also wer sich's überlegt, bitte nur natürlich. Ne? Es ist ja hier keine allgemeine Konsumaufforderung. Sehen wir uns mal Details an. Hier, die Nähte. Alles richtig, genau wie in der Serie. Auch hier, die Schulterpartie. Fantastisch. Der Stoff selber ist sehr, 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 sehr elastisch. Fühlt sich absolut großartig an beim Tragen. Es ist auch im Sommer sehr angenehm. Hatte ich schon bei hier FedCon im Juni und so weiter und auch anderen Hochsommerangelegenheiten hatte ich diese getragen und ich habe mich wohl gefühlt. Das ist wirklich toll. Und jetzt kommt der ganz krasse Shit, den jeder Cosplayer natürlich toll findet. Taschen im Kostüm. In der Jacke natürlich nicht. Da wäre kein Platz dafür. Es würde sofort ausbeulen. Aber die Hose habe ich euch noch nicht gezeigt. Hier ist sie. Es ist derselbe Stoff. Ja. Es ist der absolut selbe Stoff wie das Oberteil und wie natürlich auch bei der Discovery-Uniform. Warum ich jetzt diese Hose so besonders gut finde, die hat vorne einen Druckknopf, einen Reißverschluss, eine Star Trek-Uniform mit Reißverschluss in der Hose. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So, dann haben wir sogar noch eine Möglichkeit, einen Gürtel hier durchzuschlaufen.
Und was es besonders unnötig macht, einen Gürtel zu tragen bei den meisten Fällen, ist, und zwar nur hinten, dieser Gummizug. Kennen wir auch aus anderen Kosamat-Kostümen schon. Ist jedenfalls eine sehr sinnvolle Idee. Genauso hat man das ja auch in der Hose von der Star Trek-Gala-Uniform aus der Aufstand gelöst. Wirklich gut gemacht. Dann hat die Hose auch vier Taschen. Zwei davon sind aber nicht so funktional, ne? Hier sind nur Reißverschlüsse drauf. So. Also die Taschen gibt es nicht. Kann ich aufmachen. Und dann komme ich aber nicht weiter. Das war's. Das ist einfach nur der Reißverschluss. An den Seiten gibt es keine. Dafür Oberschenkeltasche. Und da passt tatsächlich auch ein Smartphone rein. Ohne dass es auffällt. So. Also auch aktuelle Modelle, die ja wieder größer ausfallen als noch vor ein paar Jahren, kein Problem. Auch wenn sie wieder kleiner werden, kein Problem. Fällt nicht auf. Ihr könnt auch ganze Papiersachen reinstecken, Programmhefte und so weiter zusammengefaltet. Fällt nicht auf. Doof wird es halt bei Schlüsselbunden und Ähnlichem, ne? Aber irgendwas ist immer. Die Hose selbst hat die gleichen Details. Das ist jetzt die Partie. Sehr schön. Und passt wirklich sehr gut zum Jackenoberteil. Ja, dann kommen wir dazu. Wie kann ich das jetzt kombinieren? Turnschuhe oder Anzugsschuhe wären jetzt ja blöd. Nehmt irgendwelche Stiefel, nehmt hohe Stiefel. Die Stiefel von der Discovery-Uniform sind ja auch ziemlich hoch. Ich habe aber da noch keine wirklich schönen gefunden, die ich jetzt direkt empfehlen würde. Ich selbst nehme halt für dieses Kostüm, für diese Uniform, meine Batman-Stiefel. Das ist Phantasma, Gotham 100 heißen die. Ich werde meinen Link in die Beschreibung unten einfügen. Da habe ich aber nichts dran gemacht. Wer es jetzt akkurater haben möchte, müsste ja wahrscheinlich auch da noch was ändern. Bei der Discovery würde ich mir den Kommunikator zum Beispiel einfach als Schnallen hier an die Stiefel runter machen. Aber kommen wir wahrscheinlich in dem Video dann einfach zu. Das soweit einfach mal zu dieser Uniform. Ich beschwere mich ja halt gerne mal über Proportionen und Größe. Ich kann mich hier nicht beklagen. Ich fühle mich wirklich sehr wohl da drin. Es ist eine tolle Uniform, um sie anzuziehen. Noch als Spaßfakt so nebenher. Man kann die einfach so ohne Gürtel und alles tragen. Das verrutscht auch nicht. Und das ist ja im Prinzip dasselbe, was halt auch in der Serie getragen wird. Jetzt hat der Anson Mount auf einer FatCon mal zum Besten gegeben in einer Podiumsdiskussion, wie das gemacht wurde am Set. Um wirklich sicherzustellen, dass die Uniformen immer in der richtigen Position waren, wenn man sich dreht und bewegt, dann haben die angezogen und dann wurden die danach nochmal festgenäht. Ja, das heißt, es war dann für die ein Einteiler. Okay, witzig. Stelle ich mir natürlich für die Damen besonders uninteressant beziehungsweise schwierig vor, dann aufs Klo zu gehen. Ja, so, das einfach mal zu dieser Uniform. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, ob ihr die haben möchtet oder nicht. Ich möchte, stimmt, noch zwei Sachen, die hätte ich fast vergessen, möchte ich anmerken. Die Uniform hier ist jetzt nicht exakt, wie ich sie gekauft habe. Die auch nicht. Das Erste, was mir nämlich aufgefallen ist, die Ärmel, die sind ein wenig zu breit. Also so eng, wie es jetzt hier anliegt, bei mir, so kriegt ihr das nicht. Ich habe die hier bis etwa Anfang von der Ellenbogenpartie. Da habe ich die keilförmig enger zusammengenäht. Das würde ich jedem empfehlen. Die Uniform sieht gleich viel, viel wertiger und viel besser aus. Und das zweite Problem betrifft dasselbe. Wenn ihr die kauft, habt ihr nämlich genau in der Mitte und auch gerade runter den Reißverschluss sitzen. Ja, das ist natürlich angenehm und schön zu tragen. Guckt aber bitte mal genau in der Serie. Da haben sie die leicht versetzt und abgesehen davon sogar auch noch nicht gerade runter, sondern schräg. Ist doof zu nähen, wollte ich nicht, konnte ich nicht. Was ich aber gemacht habe, weil mir nämlich auch auffiel, dass ich habe ja vorhin auf den Kragen hingewiesen. Schaut mal, wie eng der bei mir anliegt. So war das nicht. Die kam an und hatte so zwei Finger breit Spiel. Das stand etwas ab. Das sieht auf Fotos auch nicht unbedingt gut aus. Das stört mich ziemlich, wenn ich was darstellen möchte, wenn ich möchte, dass es gut aussieht. Viele Star Trek-Uniformen, gerade wenn wir uns an die frühen 2000er oder 90er noch erinnern, gerade hier Firma Rubies Kostüme, die auch bis heute noch ihre Berechtigung haben und im Umlauf sind. Ah, gruselig.
Ja, also ich finde es immer schlimm, wenn man schon viel Geld ausgibt für ein Kostümoberteil oder auch ein ganzes Kostüm und es dann nicht passt. Beim Schneider kriegt ihr halt sowas geändert, Ärmel für etwa 7 € oder sowas. Ne? Reißverschluss wird halt schon teurer. Das habe ich dann selber gemacht. Das war einfach. Ich habe den ein Stück versetzt. Ich habe also einfach aufgetrennt, 2 Zentimeter eingeschlagen, wieder zugenäht. Schon hatte ich hier dezentral, also nicht direkt in der Mitte, die Naht sitzen. Es ist zwar immer noch gerade, aber es ist jetzt ein bisschen näher am Original und vor allem passt mir jetzt der Kragen wirklich, was vorher halt nicht so der Fall war. Die Uniform sah gut aus, aber eben nicht sehr gut. Das ist ja der Unterschied. Ich hoffe, dass euch das geholfen hat und möchte mich mit diesen letzten Worten dann von euch verabschieden für dieses Mal und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir haben ja noch ein paar Uniformen. In diesem Sinne, bis dann, macht's gut.